Mario Götze hat in seiner Karriere exakt 2 Elfmeter getroffen. Junge, das ist einfach nur einer mehr, als er Tore in WM-Finals hat. Doch seinen 89er Conference League-Card hat von EA einfach 87 Elfmeter bekommen. Und das ist wichtig, denn Elfmeter bestimmen heute Mario Götzes Dreamteam. Wie das funktioniert, ist schnell erklärt. Für jeden seiner Mitspieler muss Mario Götze später 10 Elfmeter schießen. Vor jedem Mitspieler drehen wir dann einmal das Glücksrad, um zu bestimmen, welchen Spieler Mario Götze ins Team holen darf. Und einmal noch das Trefferglücksrad, um zu bestimmen, wie viele Elfmeter Mario Götze dafür reinhauen muss. Aber Achtung! Okay, sorry, falls ich jemanden erschreckt habe. Denn sollte Mario Götze weniger treffen, dann... ja, kommt ein ganz, ganz schlechter Bronzespieler in die Mannschaft. Mario Götze wird heute als Mittelstürmer spielen. Aber mit welcher Position soll man jetzt anfangen? Ich hätte gesagt, mit dem linken Flügel. Und für die erste Position drehen wir das Ratings-Glücksrad. Das geht bis 91 hoch, aber auch runter bis zur 64. Aber da kommen wir nicht hin. Wir bekommen eine 89 zum Start. Und da gibt es jetzt nur zwei wirkliche Alternativen. Einmal Vini Junior und einmal Neymar Junior. Und dieser Vini Junior mit 95 Tempo sieht schon sehr, sehr schmackhaft aus. Das ist ein Schmackofatz. Aber Neymar, come on, 5 Sterne Skill. Wir haben ihn nicht bekommen. So, jetzt haben wir ihn aber bekommen. Und by the way, warum hat er eigentlich ein Clown-Symbol auf seiner Karte? Weil er immer die Schwalben macht, oder? Naja. Ein Weltklasse-Joke für einen Weltklasse-Spieler am linken Flügel. Und ich hätte gesagt, direkt weiter auf den rechten Flügel. Moment mal, Sekunde, bin ich lost? Warum habe ich Neymar schon ins Team gepackt? Ich muss doch noch die Elfer schießen. Oh mein Gott, ich hoffe wirklich, dass ich jetzt einfach nur kein Karma kassiere. Bitte, Glücksrad, hau nicht zu viele Elfer raus. Bleib in der 4, bleib in der 4. Jackpot. Okay, Mario, here we go. Mach den ersten rein. Oh, kein guter Start für Götze. Okay, aber wir haben noch 9 Versuche Zeit. Er muss nur 4 treffen gegen Neuer. Chippy Chopstar. Also rechte Ecke können wir schon. Linke Ecke können wir die auch. Jöp. Nochmal. Aber dieses Mal oben in den Winkel. Easy peasy. Huch, das waren ja schon 3 von 4. Komm, den Lupfer noch für Neymar. Cito Junior Rito. Er ist gesichert. Bosch, Neymar Junior kommt damit jetzt also verdient ins Team und ich hätte gesagt, jetzt machen wir dann den rechten Flügel. Ja, komm und direkt nochmal, Gönjamin. Wir drehen nochmal das zufällige Rating-Glücksrad. Das hat vorhin so gut funktioniert. Und auch dieses Mal geht das in eine gute Richtung. Das wird eine 88. Au, oh, und Real Talk, da haben wir jetzt einige richtig geile Alternativen. Joe Cole, Triple Hero Fred, Angel Di Maria, Paulo Futre, David Beckham, Shevchenko, Sofia Smith, Valverde und Bernardo Silva. Ja, Freunde, und guckt euch diese Cole-Karte an. Für die muss ich jetzt kämpfen, denn die Stats sehen Zucker aus. Aber dann sieht hoffentlich jetzt auch das Trefferglücksrad Zucker aus. Bitte geh nicht in die 10. Bleib in der 8, bleib in der 8. Heißt im Klartext, ich muss alle 10 Elfer treffen und Mario Götze, oh mein Gott, der wackelt herum und mich hat's jetzt auch infiziert. Okay, hat sich alles wieder beruhigt. Einen nach dem anderen. Den ersten machen wir. Ah, ja, und auch der Mario ist jetzt etwas beruhigter und scheint nicht mehr so nervös. Komm, gehen wir ihn nochmal in die gleiche Ecke. Ich will unbedingt den Hero. Ja, Manuel Neuer hat den zweiten. Das ist legit schlecht. Also da auch Kritik an dir, Mario Götze. Vorher, als du so gezittert hast, ging's deutlich besser. Und deutlich besser ging's bei unserem rechten Flügel, denn dort kommt jetzt Yippa. Aber das ist nicht Yippie, das ist, Schmutz. Schmutz. Ah, guckt euch seine Stats an. Da ist fast alles nur rot oder gelb. Oh Gott, Joe Cole. Ich vermisse dich jetzt schon. Aber wer weiß, Freunde. Vielleicht haut der Kerl mit 45 Schüssen hier am Ende die wichtigen Tore rein. Denn am Ende des Videos wird Mario Götzes Dreamteam auch noch ein alles entscheidendes Spiel spielen. Und da steht wirklich alles auf dem Spiel. Denn sollten wir das Spiel verlieren, gibt es für jedes Gegentor einen zufälligen Discount. Und eins kann ich euch versprechen, Freunde, es bleibt hier nicht bei Bronzespielern. In diesem Team werden am Ende des Videos noch einige sehr, sehr heftige Spieler zu finden sein. Jetzt müssen wir die rechte Seite aber mal gut absichern mit dem Rechtsverteidiger. Und für die rechte Außenposition drehen wir jetzt das zufällige Kartentyp-Glücksrad. Da sind alle bisherigen Kartentypen hart am Start. Trailblazer, bitte nein, es wird die normale Goldkarte. Und guck mal, wen ich im Verein habe. Die Dame hier, die Bronze heißt. Soll ich das machen? Und wisst ihr was, Freunde? Die hat überragende Defensivstats. Sie heißt Bronze und wir haben vorne einen Bronze-Spieler. Ich glaube, die nehmen wir. Vorausgesetzt natürlich, wir treffen die Anzahl, die uns das Glücksrad bei den Elfmetern vorgibt. Aber das geht in Richtung 4 oder 5. Das wird die 5. Das nehme ich aber. Den 5 Elfer treffen, auch gegen Manuel Neuer. Kann kein Problem sein. Wir treffen schon wieder den ersten nicht. Ah, Götzinator, was los? Jetzt oben links. Hallo, aufpassen, Kollege. Naja, ich kriege die Krise. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, erst drin. Alrighty, the game is on. Flachschuss unten links. Neuer, keine Chance. Jawohl, Eck. So macht's Spaß. Und diesen mal nach rechts neben dem Pfosten. Oh, der ist gar nicht so gut geschossen. Komm, ich will den mal so im orangenen Bereich treffen, damit wir so richtig einen Pfostenpraller... Okay, nee, es ist nur Neuer gegen den Pfosten geprallt. Aber hat die Kugel gehalten. Ah, und das war nicht smart. Das hat wehgetan. Jetzt aber ganz frecher Lupfer. Passt auf, passt auf, passt. Oh, ist der arrogant. Damit stehen wir bei 4 von 7. Wir haben den ersten Matchball. Sü! Und wir bekommen
Bronze. Und ihr kennt das Sprichwort, verschießt du einen Elfmeter, gibt's einen Bronze-Rechtsverteidiger, aber triffst du ihn, bekommst du Bronze. Als Rechtsverteidiger. Ja, da klopfe ich mir selber auf die Schulter für den Joke. Das ist eine Schande. Aber jetzt gehen wir zum Linksverteidiger, damit wir alle Außenspieler durch haben. Und um spannend zu machen, drehen wir hier zuerst das Trefferglücksrad. Dann können wir da mal richtig gut durchgucken. Die 6 oder die 4, das geht in die 4. Was haben wir heute für einen Lack? Ja komm, und ich will's nochmal wissen, das zufällige Rating-Glücksrad dreht sich wieder. Und geht auf lange Reisen. Komm, oh, 86, 91, 75, es geht auf die 86. Naja, und wenn es bei Joe Cole vorher nicht geklappt hat, so einen Ashley Cole Icon, den würde ich schon mitnehmen. Aber ich starte halt rotzfrech mit einem Lupfer in die Mitte. Sollte ich das tun? Das sollte ich. Mario Götze, Bauklötze, er haut ihn direkt rein. Und ich weiter noch reime und treffe, das ist fein. Und als nächster Reim kommt natürlich das Schwein und wir haben 4 von 4. Das funktioniert wie Klopapier. Und ich hau meine Kohle für Joe Cole raus. Versteht ihr? Ah, sorry Freunde, entschuldigt mich. Ich suche gerade nur das Niveau in diesem Witz. Naja, sei's drum, Joe Cole. Boom, ist auf jeden Fall in der Mannschaft. Bleibt die Frage als nächstes Innenverteidiger, Torwart oder doch hier jemanden im Mittelfeld? Komm, den Sechser. Da würde ich sagen, gehen wir wieder auf das zufällige Kartentyp-Glücksrad, damit wir hier ein bisschen richtig gute Würze in diese Drehung reinblingen. Champions League-Karte. UEFA Champions! Und auf der Position gibt's in der Promo sowieso nicht so viele Karten. Einmal hier diesen Viva und dann auch noch Konrad Leimer. Das war's dann. Aber eigentlich kann es nur einen geben. Konrad Leimer, der hat die bessere Karte. Gucken wir mal, wie es bei den Elfern aussieht. Bisher in diesem Video hatten wir meistens entweder brutales Pech oder brutales Glück. Und jetzt müsste eigentlich... Ja, es landet schon wieder auf 10. Das ist wieder Pech. Come on, Mario. Zeig, dass du Super Mario bist. Du musst nur brutal überperformen. Oh, Neuer ist fast dran. Aber die Spannung steigt, die Musik ist da und Game is on. Ja, und Game ist auch schon wieder over. Oh, Freunde, das ist richtig bitter, denn ich habe dann auch off-camera noch einen Versuch mit Götze gestartet und 10 Elfer direkt hintereinander reingeömmelt. Ich hasse dieses Spiel. Also, Conny Leimer, ich muss mich von dir verabschieden. Aber nicht verzagen, dafür gibt's einen Bronzespieler. Wen haben wir denn da? Saftig, den haben wir doch letztens schon genommen. Komm, wir nehmen jetzt mal den Hanche. Hey. Oh Gott. Naja, der Sechser, der wird's nicht reißen. Hoffentlich geht's beim Achter jetzt besser. Wir drehen wieder das zufällige Kartentyp-Glücksrad und lassen uns surprisen. Das könnte Conference League werden, es wird aber ganz knapp. Die Team of the Week-Karte. Naja, und ich bin mir sicher, wir finden uns da mit 5 Millionen Münzen auf der Position schon noch einige schöne Alternativen. Ödegaard hier zum Beispiel, sieht schon nicht schlecht aus. Aber wie immer keine vorherigen Schlüsse ziehen. Davor müssen wir wieder das Glücksrad drehen für die Treffer. Komm, mach wieder weniger, mach wieder weniger. Es werden schon wieder nur 5. Das Glücksrad ist heute komplett in irgendeinem Modus. Okay, Mario, 5 von 10. Mach ihn. Oh, er fängt mit einem Lupfer an, der Frechdachs. Ist aber gar keine schlechte Taktik. Dem Neuer einfach die Schneid abkaufen. Der geht komplett in die andere Ecke. Können wir jetzt auf den dritten treffen? Ich gehe wieder nach links. Okay, den hat er, der Neuer. Ah, das ist jetzt natürlich blöd, denn sonst hätte ich ihm empfohlen, dass er sich den Hypersmile zulegt. Mit dem hätte er eine bessere Figur gemacht. Aber er hat ihn ja jetzt gehalten. Aber falls ihr den Hypersmile wollt, Link ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung. In der Beschreibung steht jetzt nicht, wo ich den Elfer hinschieße. Antwort, es ist aber nach links. Und wer in die Beschreibung guckt, der sieht vielleicht, doch, das steht da sogar. Und dann können wir den vierten jetzt cool in die Mitte schießen. Neuer hat ihn. Nein, und trotzdem mit 3 von 5 hier noch gut am Start. Hallo, Neuer hält schon wieder. Jetzt werde ich ein bisschen nervös. Also noch lange nicht so nervös wie Mario Götze bei seinem Zitteranfall, aber doch schon ein bisschen. Komm, Mario, einfach volle Pulle. Damit stehen wir bei 4 von 7, haben 3 Versuche für ein lächerliches Tor und wir machen's direkt mit dem nächsten. Und Freunde, guck mal, welche Team of the Week-Karte ich hier gefunden habe. Leon Goretzka, nur 80 plus Stats, Hullet Gang. Und auch auf seiner Karte ist alles grün. Außer Elfmeter. Aber dafür haben wir ja den Götze. 133.000 Münzen, bam, ist ein Schnäppchen. Der Kollege geht da auf Lock rein ins linke zentrale Mittelfeld und muss den Laden da einfach zusammenhalten. Ja. Super, Leon, das ist gebongt. Und dann machen wir noch den zweiten ZM, der dich dabei supporten wird. Da drehen wir zur Abwechslung wieder das Trefferglücksrad und es wird wahrscheinlich klassisch 4, 5 oder 10. Nein, es wird sogar mal eine 6, ganz was Neues. Und für das Spielerglücksrad geht's wieder mal zum zufälligen Ratingglücksrad. Dann muss das jetzt halt einfach gönnen. Das ist so gnädig heute. 91er Rating. Und viele Karten mit dem Rating gibt's im ZM gar nicht. Einmal hier Kevin De Bruyne natürlich.
Dann ihn hier, den Kollegen Zico. Oh mein Gott, die Karte ist sowas von wild. Und natürlich die Königin im zentralen Mittelfeld, Alexia Putellas. Die Karte ist auch sowas von sick und ich habe die dieses Jahr noch nicht gespielt. Also Götzinho, 6 Elfer brauchen wir für sie. Komm, wir haben schon den ersten. Wir switchen auf die beliebte Links-Rechts-Taktik. Erster links, zweiter rechts. Neuer hat's noch nicht kapiert. Tja, selber schuld, der hat scheinbar nicht den Mehr-Fabiano-Kanal abonniert. Und wenn du das auch noch nicht gemacht hast, dann jetzt gerne rein abonnieren. Kuss geht raus. Und ich lege den Fokus wieder auf den nächsten Elfer nach links. Easy peasy. Und dann geht der nächste Elfer. Oh, den haben wir nicht optimal getroffen, aber nach rechts. Das reicht ja vollkommen gegen den schwindligen Neuer. Ich heb ab, denn ich bin völlig losgelöst. Vom Elfmeterpunkt. Junge, diese Gesänge fühle ich am meisten. Diese random Gesänge in den Videos. Zack, aber wir machen den sechsten mit Götze. Perfekt. Perfekte Serie. Jupp, und wir bekommen für 490k ja auch die perfekte Spielerin, wenn wir sie bekommen hätten. So, jetzt aber für 494k. Na, hoffentlich ist die Dame es wert, denn sonst könnte sie ja später auch discardet werden. Drei Positionen haben wir noch. Beide Innenverteidiger und den Torwart. Und dieses Mal machen wir es ganz wild und starten mit dem Keeper. Und auch der wird wieder ein zufälliges Rating vom Glücksrad bekommen. Bitte, ich bete einfach, dass hier ein gutes, das sieht nicht gut aus. Nee, nicht in die 72, nicht in die 72. Es bleibt gerade so noch in der 78 zumindest. Ah, Sekunde, und das war der Fehler. Ich habe die Glückshandschuhe wieder nicht angezogen. Ich bin ein Idiot. Und auch wenn es im Tor jetzt nur ein 78er Stürmer ist, komm bitte, wir brauchen nicht allzu viele Treffer hier. 8. Das wird knifflig. Durchatmen, Mario. Den guten Start wieder hinlegen. Oh, Neuer springt drüber. Also, über den Ball nicht. Übers Tor. Oh. Den habe ich nicht perfekt getroffen. Einfach in die Mitte. Einfach. Ja, ja, ja. Läuft bisher noch relativ gut in der Aufnahme. Ja. Kaum sag ich's, verkacken wir's. Ja, das ist halt die Geschichte meines Lebens hier. Ja, 3 von 4 für Mario Götze. Nur nicht verzagen, einfach nur den Mario Götze fragen beim Elfmeterlupfer. Schiu. War, by the way, gerade eine Mischung aus Shish und Siu. Und der ist eine Mischung aus schlecht und gehalten. So, und jetzt wird's knackig. 4 Elfer haben wir noch und wir müssen alle 4 treffen. Gibt Zeiten im Brosttorwart jetzt, ne? Naja, und der ist sicher nicht Schwierigkeit-Legende, sondern dann eher der Neuling. Das wird wer? Wir gucken, wen haben wir im Verein? Ein Nasser mit einem 48er-Rating, den hatten wir aber schon mal. Komm, ich nehme einfach diesen Noll, denn der ist wirklich eine Noll im Tor. Steht hier 0, 0. Komm, er geht einfach ins Tor. Okay, auf geht's zum ersten Innenverteidiger. Wir brauchen da einen richtigen Brecher. Worauf landet jetzt also das Kartentyp-Glücksrad? Geht in eine gute Richtung. Wir bekommen die nächste Icon. Oh mein Gott. Da bin ich jetzt aber gespannt, wie viele Elfmeter dafür benötigt werden. Das werden gar nicht so viele. Es werden wieder nur 5. Mir ist es egal. Ich schieß frech in die Mitte den ersten. Ja, wird belohnt. Aber in die Mitte schießen Amateure. Ja, genau. Und da schieße ich hin, denn wenn ich nach links schieße, dann hat Neuer der Fuchs den halt. Aber wir können es auch testen. Wenn ich nach rechts schieße, was passiert denn dann? Ja, okay, da treffe ich auch ganz easy. Einfaches Fazit, mehr Elfer nach rechts schießen. Ja, ich muss sagen, ganz clean sind die Elfer von Götze meistens nicht. Aber mit dem Innenriss, da kann er die ganz schön reinzirkeln. Huch, und da laber ich so viel, stehen wir schon bei 4 von 5 Elfer. Den letzten nach links, Neuer springt komplett los drüber und wir bekommen die Icon. Ich glaube, ich habe sogar noch Icons im Club tatsächlich. Nesta und Ferdinand als Leihspieler. Wie gesagt, sollte ich verlieren, muss ich die natürlich dann auch discarden und kaufen. Aber ich glaube, Rio Ferdinand, die Karte, die würde ich ganz gern schon mal ballern. Top, die Defensive sieht baba aus. Ikone, Ikone, Bronze, aber nur vom Namen her. Und beim letzten Innenverteidiger bräuchte man jetzt auch noch einen Topspieler. Da geht das Rating-Glücksrad für uns jetzt wieder auf weite Wege. Und ich hoffe auch hier wieder für plus 90 vielleicht für eine Icon. Komm, 93, 93, nein, 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 es wird 75. Oh, aber andererseits wären dahinter noch eine 71, 73, 74 am Glücksrad gekommen. Ist vielleicht schon ganz okay so. Jetzt ist noch die Frage zu klären, wie viele Elfer müssen wir treffen, um uns hier nochmal verbessern zu können in der letzten Aufnahme. 5 werden es nochmal. Komm schon mal. Oh Gott, den Osten hau ich aus dem Stadion raus. Nee, nee, nee. Er geht sogar rein. Ja, für 5 Elfer, komm. Da brauche ich mich nicht mal bemühen für einen 75er. Mann, ich bin so hohl in der Birne. Konzentrier dich, Fabi. Konzentrier dich, Mario. Es geht hier vielleicht um potenzielle Discards. Hallo, ich krieg's nicht mehr hin. Aber ich bin stur. Ich schieße jetzt weiter nach links, bis der reingeht. Bis er reingeht, jetzt ist er drin. Gut, und nachdem er reingegangen ist, können wir wieder Götzes Schuss nach rechts machen. Der funktioniert. Den ist Verlass. Mach ihn, Mario. Mach ihn. Mach ihn. Oh, wir stehen bei 4 von 5. Und jetzt nochmal Pressure wie mir im Finale. Mach ihn. Mach ihn. Er macht ihn. Mario Götze. Dann fällt die Entscheidung hier neben Verteidigung zwischen Marc-Oliver Kempf und diesem Sakko. Der hat halt 92 Tempo, aber come on, Kempf hat, glaube ich, die bessere Innenverteidigerkarte und geht in Mario Götzes Dreamteam.
Jetzt geht's für Götzes Dream Team im Finalspiel schon um alles oder nichts. Und nicht vergessen, jedes Gegentor bei einer Niederlage ist gleich ein zu vieler Discard. Und das gegnerische Team Full Bundesliga sieht richtig gut aus. Aber wir sind gleich mal durch. Neymar auf Goretzka und der... verdammt, die Kugel aber Alexis Putellas! Was ist das für ein Kacktor? So was habe ich noch nie gesehen. So eine OP-Karte direkt. Oh, aber nicht zum Schuss kommen lassen. Wir haben den Brauskeeper. Noll ist da. Goretzka mit dem Ball auf Mario Götze. Kann er ruhig bleiben? Oh, das hat er gechoked. Aber Goretzka kommt hinten an die Kugel. Powershot. Kobel. Aber jetzt vielleicht nach der Ecke mit viel Effet rein in den Strafraum. Und da kommt fast jemand an die Kugel. Neymar geht ganz frei durch auf Mario Götze. Diesmal spielt er rüber zu Jipper. Darum hat der Kerl ein 49er Rating oder so. Alter, wie kann er den nicht machen? Wobei, Jipper ist schon wieder frei durch. Kann das dieses Mal besser machen? Nee, spiel ab, Junge. Spiel ab auf Götze. Der macht's. 2-0. Oh, stark von Kämpfer kämpft sich hier die Kugel. Mario Götze. Abschluss. Ball ist noch heiß. Neymar mit dem Rainbow Flick und dann wohl... Das ist ein absolutes Traumtor und der Gegner ist rausgequittet. Mario Götzes Dream Team hat das Spiel also gewonnen. Er wurde außerdem noch Man of the Match. Und wenn dir dieses Video mit Elfmetern gefallen hat, dann wirst du auch bei dem hier Spaß haben. Also... Wir sehen uns gleich dort wieder. Ciao.